Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht zack ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Bevor wir nun mit dieser vierten Episode vom Montagsinfoabend beginnen wollen, werden wir Ihnen noch eine kleine Kurzbeschreibung der Themen geben, die unseren Sprechern am Herzen liegt und euch in diesem Video näher bringen wollen. Manfred Johann Lorenz ist Maniolo. Er begleitet uns durch die Veranstaltung, singt und spricht ein paar Worte zum Thema Mensch sein dürfen. Gudrun Knorek spricht über die Staatsprivatisierung und einer neuen erfreuenden Umgangsform mit den privatisierten Behörden. Weiter geht es in diesem Abend mit dem Souverän Tassilo. Er spricht über die durchaus positiven Erfahrungen mit Amts- und Justizsystem, seinem Freeman-Weg. Als nächstes im Programm folgt Carmelita, alias Maria Mirl. Sie überrascht uns mit ihren durchaus berechtigten, aber auch erheiternden Fragen. Ebenso darf auch Isabella Heiderfadei nicht fehlen. Denn sie berichtet über unglaubliche Erlebnisse in Bezug auf sogenannte normale Bankenmachenschaften. Wie Banken und Justiz mit ihren Kunden verfahren, und über die Möglichkeiten, die der Kreditopferverein hilfestellend anbietet. Auch Fritz Keller ist mit von der Partie. Er präsentiert den Verein Talentetauschkreis Salzburg. Freeman Austria, Joe Kreisel. Joe schließt letztendlich den Kreis mit seiner herzerfrischenden Art, die Dinge anders zu sehen, als man uns bisher beigebracht hat. Der engagierte Franz Furtner von Top Info Forum konnte wegen einer wichtigen Veranstaltung unseren heutigen Abend leider nicht begleiten. Er wünscht euch allerdings einen anregenden und informativen Abend und freut sich schon auf die Veranstaltung im November, wo er dann wieder mit dabei sein wird. Seine Veranstaltungen findet ihr unter www.topinfo.at. Wo alles unter der Prämisse menschlich regional statt Größenwahn steht. Ebenfalls möchten wir uns recht herzlich bei Klaus Glatzel für die Live-Übertragung auf den freien Bürgerradio OkiTalk bedanken, den er über das Magazin Der Talk von Mensch zu Mensch sendet. Zum Mit- und Selbermachen. Schauen Sie auch auf www.okitalk.com rein. Es zahlt sich wirklich aus. Hey, hey, welcome to freedom. Währenddessen Maniolo noch den Soundcheck macht, wollen wir euch die Gelegenheit geben, ein Schreibmaterial bereitzulegen. Denn in diesem Videobeitrag werdet ihr viele nützliche Tipps und Informationen erhalten, die es lohnt, aufzuschreiben. Menschenrecht, frei sein, war noch nie schlecht. Oh, frei sein, das haben wir echt. Und jeder tut, was er möchte. Egal ob groß oder klein, jener ist mir jetzt der Lohr. Alle Menschen sind jetzt wieder eins in einem Dorn. Herzlich Lacher statt Bange Macher, Lebenslust statt Angst. Egal was kommt, egal was ist, Hauptsache ist du dankst und Mensch sein. Oh Mensch sein, das ist ja was sind wir echt. Mensch sein, oh Mensch sein, du sind alle drei.
Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich habe zwar ein bisschen mit, ein bisschen mehr Leute gerechnet, aber wie heißt es so schön, es sind alle die Richtigen da, heißt es, gell? Jetzt, wir haben jetzt heute die vierte Montagsinfo in Salzburg. Wir haben uns eigentlich noch nie so richtig vorgestellt, warum und weshalb wir das machen, wie wir zusammengekommen sind und die ganzen Geschichten. Das machen wir heute einmal. Weil der Sinn der ganzen Geschichte ist jetzt nicht, dass wir uns einmal im Monat treffen, die Leute gehen wieder auseinander und sehen sie im nächsten Monat wieder, bei der nächsten Montagsinfo. Erreichen wollen wir eigentlich, dass ihr euch untereinander trefft, dass ihr euch austauscht miteinander, dass ihr euch informiert, dass ihr euch ein bisschen zusammenhört, dass man sich gegenseitig unterstützt und so in die Richtung hätten wir uns das gedacht. Jetzt sind wir von der Montagsinfo ganz normale Leute, wie du und ich. Wir sind einmal auf eine Friedensmahnwache gegangen vor ein paar Monaten. Silvia, ich habe gedacht, jetzt einen Haufen Leute stehen da. Also wir waren 17 Hanseln, sind da im Ring gestanden und dann haben wir gedacht, so was machen wir jetzt. Also ich muss aber beim Mikrofon bleiben, weil sonst geht der Ton weg, glaube ich. Gell? Wir haben dann gesagt, okay, jetzt sind wir schon da, jetzt gehen wir auf einen Kaffee und reden uns einfach einmal zusammen. Das haben wir gemacht mit dem Ergebnis, dass wir gesagt haben, jetzt probieren wir mal, dass wir das Montags-Demo, hat es damals noch geheißen, dass man das vielleicht ein bisschen besser organisieren könnte. Wir wollen jetzt aber keine Demo machen, wir wollen nicht, also Demo hat immer so den, ja, man ist gegen was, wir sind nicht gegen das System, wir sind nicht gegen irgendwas, wir wollen nicht gegen irgendwas ankämpfen. Und deswegen haben wir das Ganze umbenannt auf Montagsinfo. Das heißt also hauptsächlich auf Informationen in unserem System. Wir haben es auf dem Flyer schön drauf, die verschiedenen Bereiche im System. Es gibt Probleme ohne Ende. Keiner schaut sich aus, keiner weiß, was er da soll. Und da, an dem arbeiten wir. Wir versuchen Lösungen zu präsentieren. Es gibt Wege, es gibt Lösungen, genügend viel. Man muss halt einfach mal erfahren. In den Medien erfahrt man solche Geschichten nicht, auch nicht die Ursachen, wo es hakt im System, und genau das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Und da ist aber auch jeder aufgerufen, mitzumachen. Sei es, wenn er Initiative hat, wenn er bei einer Initiative dabei ist. Das kann sich jeder gern da bei der Montagsinfo auch präsentieren, am Infotisch. Und ja, so schauen wir halt, dass wir gemeinsam die Dinge in Richtung Lösung erarbeiten können. Jetzt habe ich eins, und zwar der Franz Furtner vom Top-Info-Forum, der sollte heute da sein, der hat aber so viel zum Tor, der kann heute nicht da sein. Ich sage euch mal den Flyer, wer Informationen haben möchte, unter www.topinfo.at. Da ist zum Beispiel in Salzburg am 15.11. auch ein Treffen, also bitte einfach mal in die Seite reingehen und informieren, der macht ähnliche Veranstaltungen wie mir. Dann übergebe ich jetzt, glaube ich, Informationen von der Silvia. Der Franz Furtner beschäftigt sich am meisten mit dem menschlich-regional statt globaler Größenwahnsinn. Und da hat er Seiten rausgesucht, wo er uns gebeten hat, die zu erwähnen. Und zwar unter www.bio-austria.at muss eine ganz tolle Sammlung, oder was ist das, wo man eben in ganz Österreich, nehme ich jetzt mal an, oder? Okay, wo man da eben schon mal Bio einkaufen könnte. Das muss eine recht gute Organisation sein. Dann hat er noch einen Tipp gehabt am 15.11. Salzburg, habe ich eh schon gesagt, und dann passt es. Der Maniolo, der Manfred Johann Lorenz, wird uns heute ein bisschen durch den Abend begleiten. Das heißt, zwischen den Sprechern ein bisschen was singen, ein bisschen was sagen dazu, wie man einfach Mensch sein kann, gell? In der Richtung. Habe ich alles gesagt? Bitte schön. Ja, grüß euch, schönen guten Abend. So, wenn es ist eh voll. In den letzten Reihen sitzen ja die Feinstofflichen, die brauchen wir ja. Wir brauchen ja andere Unterstützung. Schön, dass du da seid. Ja. Ich habe die Moderation ein bisschen übernommen und wir haben jetzt gerade vorher noch vor 10 Minuten, Viertelstunde gesprochen, wie wir das Wort übergeben, wer jetzt da ist und wie wir das überhaupt machen. Und unsere Idee war, das Ganze auch dem Ganzen einen kleinen Unterhaltungswert zu geben. Und ja, unterhaltsam wird es dann, wenn das, über was wir uns vor kurzem noch geärgert haben, lustig wird.
Ja, und zudem ist, glaube ich, auch diese Montagsinfo da. Und da habe ich heute noch ein bisschen ein Liedl ein wenig umgeschrieben. Da möchte ich vielleicht jetzt zum Einklang und dann noch was zum Ausklang eine Strophe präsentieren. Darum habe ich jetzt da ein Liedl dabei. Und das Stückel heißt auch, wir sind, ja, nein, die großen Lichter kommen zum Schluss. Und wir sind ja heute das erste Mal in einem Haus der Montagsinfo. Da werden wir einen kurzen Kabel. Ja. Ich darf ganz kurz stören, den Klaus Glatzl möchte ich an der Stelle nochmal ganz herzlich begrüßen. Der überträgt nämlich unsere Veranstaltung heute Abend live. Hallo Klaus. Also wir haben die doch nicht vergessen ganz, gell? Ja. Hört man was? Okay. Das Liedl heißt, wichtig ist, dass du ein Mensch bist. Es ist egal, woher du kommst, egal, wohin du willst. Wichtig ist, dass du Herz hast und dass du auch was fühlst. Ganz wurscht ist, was du glaubst, egal deine Konfession. Herrgott kommst oder aus Saison. Wichtig ist, dass du Mensch bist und du kennst dich aus, weil als Mensch bist du immer gern gesehen bei uns im Montagsinfohaus. Es ist egal, ob du als Gast kommst oder schon als Freund. Egal, ob die Seele voll Morast ist oder in dir was leicht keimt. Es macht keinen Unterschied, ob du weiß bist, ob rot, ob schwarz, ob gelb. Weil es ja sowieso egal ist, wir sind die Lichter dieser Welt. Dass du Mensch bist und du kennst dich aus, weil als Mensch bist du immer gern gesehen in unserem Montagsinfohaus. Und als Mensch bist du immer gern gesehen bei uns im Montagsinfohaus. Und als Mensch bist du immer gern gesehen bei uns im Montagsinfohaus.